Hallöchen mal wieder da draußen. Ja, heute ist der 24.12. dementsprechend Heiligabend. Daher möchte ich euch nur kurz aufhalten. Deshalb ein Miniset. Die 75310 von Lego Duel on Mandalore. 147 Teile, UVP 19,99. Ich habe bezahlt 14,99, also 15 Euro. Das ist so Standardpreis, wo man es für bekommt. Mit dem kleinen Haken, das Set geht jetzt EOL. Zumindest laut Stone Wars. Auf der Lego Homepage ist zum Beispiel das Imperial Shuttle, was ich euch auch schon gezeigt habe, das kleine, ist dort auch gekennzeichnet mit Einstellung und Kürze. Das nicht. Aber Stone Wars sagt, das geht EOL und dann hoffe ich mal, dass es auch stimmt. Ansonsten haben wir jetzt ein kleines Video. Gut, wir haben zwei kleine Persönchen dabei. Ahsoka Tano mit ihren zwei Lichtschwertern, Darth Maul mit dem Doppellichtschwert. Wer nur die Figuren haben möchte, kosten bei Bricklink roundabout 3,50 Euro bis 4 Euro pro Figur, also nichts Besonderes. Dann haben wir ja einmal so einen Thron hier, den man, ihr habt es jetzt auch gesehen, der sich so aufklappen lässt hinten, warum auch immer. Mir ist die Szene jetzt nicht so im Kopf, deshalb weiß ich nicht. Und hier, das kann man aufklappen, da kann man dann den Darth Maul reinstellen. Ich versuche das mal eben auf die Schnelle, weil es soll ja ein relativ kurzes Video werden. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dann guckt ihr euch daraus an. Ja, der guckt da quasi durch den Lichtschlitz. Sind natürlich alles Aufkleber, klar. Drucker haben wir hier nicht, außer jetzt auf den Figuren. Ansonsten, ja, ich habe es mir halt geholt, weil es günstig war, weil es EOL geht, weil ich noch was Kurzes brauchte für Heiligabend. Steinequalität, braucht man nicht überreden, ist Lego, ist sehr gut. Für 147 Teile, 20 Euro. Ist auch sportlich und ihr seht, es ist nichts im Endeffekt, ja, es ist wirklich nichts, ja, das ist gar nichts. Und wenn mir jetzt jemand das gezeigt hätte, ich sage vielleicht 7 Euro, 5 Euro, 7 Euro, aber nicht 20, aber nur gut, ist egal, ist Lego, ist immer ein bisschen teurer, braucht man nicht weiter darüber meckern, weiß jeder, der es sich kauft und die Leute kaufen es ja trotzdem und von daher braucht man sich auch über den Preis nicht beschweren. Ich würde das auch verlangen, wenn ich es könnte, wenn ich in der Lage wäre. Gut. Ja, ansonsten wieder Steinequalität, nichts, Anleitung, keine Probleme. Eine kleine Box dabei, ist bei mir schon im Müll gelandet. Die beiden Figürchen dabei. Für ein Kind zwischendurch zum Aufbauen. Ich fände es für einen Adventskalender ganz gut eigentlich, theoretisch. Nur ein bisschen teuer, der wird dann ein bisschen teuer, der Adventskalender. Aber das ist so die Größe, die finde ich ganz praktisch eigentlich. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht. Vielleicht ein Kind eine halbe, dreiviertel Stunde, je nach Alter des Kindes. Ja, ist ein kleines Set. Ich wollte euch am Heiligabend jetzt eigentlich primär nochmal sagen, genießt die Weihnachtszeit, habt schöne Tage mit euren Familien und euren Freunden. Und ja, am 31. kommt, glaube ich, nochmal ein Video. Von daher kann ich jetzt noch nicht guten Rutsch sagen, sage ich dann. Und ja, genießt das. Wir sollten alle hier in unserem Breitengraden froh sein, dass wir, auch wenn die Preise gestiegen sind, weiterhin Heizung, Strom etc. haben und wir halt hier in Frieden leben können, sollte man gerade in dieser Zeit vielleicht auch mal ein bisschen dran denken. Und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Euch, wie gesagt, ein geruhsames und schönes Weihnachtsfest. Bis demnächst dann, euer Klemmbaustein-Novize. Ciao.